München ist die Stadt der ungezählten Medien und es gibt in diesem ganzen Wust ein paar wenige, die wirklich herausfallen. Und einer davon ist der Radiosender Radio Today. Seit 26 Jahren. Wir freuen uns auf den Geschäftsführer, auf die Stimme aus Sendling, Peter Bertelshofer. Willkommen. Hallo, willkommen. Guten Abend. Bitte schön. Guten Abend. Was darf ich Ihnen zu trinken anbieten aus unserer Waldemar-Hartmann-Gedächtnisbar? Also am liebsten ein Bierchen. Ja, das ist eine gute Entscheidung. Mhm. Da haben wir sogar auch ein leicht angekühltes. Herr Bertelshofer, Sie haben, Sie haben vor nunmehr 26 Jahren Radio Today aus der Taufe gehoben. Wie kam es zu dieser Leidenschaft? Sie haben nämlich eigentlich ja Medizin studiert. Ja, ich habe da angefangen damit und habe mich parallel dazu bei dieser öffentlichen Ausschreibung seinerzeit beworben. Mhm. Man konnte sich also melden, um ein Radioprogramm aufzuziehen, also nicht als Moderator, das ist eigentlich gar nicht meine Sache, sondern die ganze Technik, die Programmgestaltung, die personelle Ausstattung, also alles, und habe überraschend dann einen Zuschlag bekommen, wie es halt so geht. Und Ihre Technikbegeisterung sehen wir auch schon, wir haben nämlich ein paar Bilder da, und zwar aus dem Studio, wie es früher war. Da sieht man ja, dass Sie echt gerne selber basteln. Genau. Was haben wir da? Also das ist die erste Ausstattung von 1985, in der Mitte das alte Studio 169, dann die Geräte mit den farbigen Tasten im Hintergrund, das sind Eigenbauten. Jingle-Steuerung, Ersatz- oder Havariesteuerung. Ich kenne jede Lötstelle in dem Studio. Sehr gut, ich bin auch begeistert von dem alten Telefon. Also ja, damals natürlich modern im Telefon, aber schöne Sache. Und dann haben wir noch ein anderes Bild, wie es jetzt aussieht. Jetzt und zwar, besser, ja. Das ist immerhin ein Computer da, sehe ich. Ist immerhin der Computer schon da. Also alle Jingles, alle Musikstücke, alle Werbespots sind auf Festplatten gespeichert. Und auch eine alte Bandmaschine gibt es noch, aber die wird die noch ganz benutzt, gelegentlich noch benutzt. Ah. Ja, das kennen wir noch, die Urgesteine des Radiowesens praktisch. Die Bandmaschine ist ja größtenteils schon ausgelöscht heutzutage. Ja. Und Ihre Radiobegeisterung geht so weit, dass Sie auch noch einen ganz besonderen Weltempfänger darstellen. Ja, ein Sammlerstück, ein Grundig-Satellit aus dem Jahr 1963, der steht bei mir im Büro. Ich hänge daran, ein Liebhaberstück. Allerdings das kleine Gerät da rechts unten, ganz modernes Digitalgerät, sieht man mal die technische Entwicklung, auch die Größenverhältnisse. Ja, gerade so groß wie der Lautstärkeknopf. Ja. Genau. Kann wahrscheinlich noch viel mehr. Ja. Ja. Haben wir noch weitere Bilder? Nein. Wir können Ihnen noch Ihren Arbeitsplatz zeigen, weil Sie ja so technikgeben begeistert sind. Das ist eigentlich gar nicht der Moderationsplatz, sondern das ist dieser Platz. Hier wird repariert oder was zusammengebaut für Studio. Lötkolben ist ganz wichtig und Audio-Messmittel sieht man hier. Und das wird alles wirklich noch selber per Hand gemacht, also nicht große Firmen herbestellt, sondern... Ja, aber man spart sich natürlich als kleinere Radiostation viel Geld damit, wenn man so kleine Reparaturen selber machen kann. Und das Wissen kam über die frühe Leidenschaft fürs Radio? Ja, und ich mache seit 1973 Amateurfunk, das kommt noch dazu. Mhm. Also Kurzwelle und UHF, VHF. Mhm. Und da eignet man sich selbst einiges an. Mhm. Bis heute dann? Bis heute, Wir werfen aber mal einen Blick in die Münchner Medienlandschaft. Bei so vielen Medienschaffenden gibt es viele austauschbare Köpfe und es gibt einen Kopf, der taucht immer wieder auf. Wir schauen uns das mal an, bitte. Medienberufe. Heute der Teufel. Der Teufel ist ein umtriebiger Geselle. Man findet ihn im Mediengeschäft an verschiedenen Orten. Er entwickelt die Spiele für Call-In-Sendungen. Ah, zählen Sie alle Blätter. Das ist total einfach. Also sofort anrufen und jetzt gleich alle Blätter zählen. Und er kreiert und vertreibt Wellness-Produkte im Homeshopping-TV. Mmh, wie das riecht. Ideal für Sie und ein Schnäppchen. Außerdem ist er administrativ tätig. Er sitzt in der Personalabteilung. Das hier ist ein Praktikantenvertrag, aber ich bin ausgebildeter Redakteur. Und was soll das heißen, ich muss mein eigenes Druckerpapier mitbringen? Take it or leave it, baby! Und er verhindert gute Sendungen. Bei den privaten Sendern durch Quotenmanipulation. Bei den öffentlich-rechtlichen durch demotivierende Genehmigungsstrukturen. Am Anfang steht der Redakteur mit seiner Idee hier. Dann muss er sich durch all diese Instanzen bewegen, bis zur Umsetzung seiner Idee. Das hat aber noch niemand geschafft. Die meisten sind bis dahin schon tot. Doch das alles ist nichts gegen seine größte Teufelei. Er erschuf Mario Barth. Wie ist der? Ja, wo steckt denn der Teufel im Radiogeschäft?
im Radiogeschäft da, wenn nur ein Gewinnspiel nach dem anderen ist, nur noch die Silikontüten von Britney Spears kommen und halt nur noch Werbung ist. Mhm. Das ist das, was negativ ist. Und Sie versuchen das bei Radio Today anders zu machen, wodurch? Was ist bei so das Spezielle oder Unverwechselbare an Radio Today? Das Spezielle sollte das sein, damit ist auch, also glaube ich, habe ich auch den Zuschlag bekommen vor über 25 Jahren, weil es hieß immer, not just more of the same. Also wir sind zum Beispiel der einzige Sender, der angefangen hat, die Nachrichten um Viertel nachzubringen. Mhm. Warum mussten die immer zur vollen Stunde sein bei allen anderen Programmen? Oder eben eine Musikauswahl, die es so nirgends gibt, also Funk and Soul und Rock und Hardrock zusammen, das ist normalerweise, beißt sich das, das geht gar nicht. Mhm. Aber das ist halt eine ganz unkonventionelle Formatierung. Ja. Und dann auch die Zusammenstellung des ganzen Programms soll halt immer anders sein als das der anderen Programme. Es soll eine Alternative sein. Ja, ich finde es auch sehr charmant, diese Jingles zum Beispiel, die scheinen ja auch über Jahrzehnte angesammelt zu sein, wenn es ein bisschen die Älteren sind. Oder dieser Weihnachtsjingle, mein Bruder, spiel mal eine richtige Musik. Das finde ich auch sehr charmant und ich glaube, das mögen auch die Hörer, oder? Dieses nicht Perfekte, nicht dieses, das nicht so geschlonzt ist. Ja, genau, also das, so dieses aufgesetzte Lustige immer und dieses Allglatte, sondern es ist halt ein bisschen so, ja, homemade eben. Also ein bisschen hemdsärmlich das Ganze. Mhm. Und damit hat man auch ein Publikum, das zu uns passt, weil jeder Sender hat das Publikum, das er verdient. Ihr Publikum, was hört es sonst so für andere Sender, wenn man das mal so ein bisschen... Also nicht jetzt, weil ich jetzt bei Ihnen bin, sondern es ist also ein Dreieck. Jeder, der bei uns anruft, der wird immer überfallen von mir am Telefon mit ein paar Fragen. Ich führe da eine kleine private Statistik. Ich frage die Leute, warum sie uns einschalten, wie lange sie uns schon einschalten und welche anderen Sender sie neben uns auch noch gerne hören. Und da gibt sich ein Dreieck, also neben uns, also aus einer Ecke Radio Today, hören sehr viele immer den AFK-Kanal und Bayern 3. Mhm. Das ist eine Kombination, die ganz häufig ist. Mhm. Erstaunlicherweise eigentlich. Ja, es zeugt von viel Geschmack. Ja, doch schon. Ja, Herr Bertelshofer, wo geht es denn hin mit Radio Today? Sie haben natürlich... Dadurch, dass Sie sagen, Sie schauen nicht immer auf jede Analyse und müssen nicht auf jedem Trend hinterherlaufen, was natürlich ein Vorteil ist, das charmante Unaufgeregte sozusagen. Aber müssen Sie nicht ab und zu doch irgendeinen Trend folgen, irgendwas machen, wo die Leute sagen, das wollen wir jetzt aber haben, die Hörer? Ja, nicht unbedingt. Wo es bei uns hingeht, ist, dass wir die Eigenständigkeit bewahren, programmlich und auch als Anbieter, weil es ja jetzt unerfreulicherweise gerade im lokalen Fernsehbereich gibt es ja jetzt politische Tendenzen, dass man diese kleineren Stadtsender, die es da teilweise ja bayernweit gibt, lieber in größere Einheiten zusammenfassen möchte. Das ist eine sehr gefährliche Entwicklung, weil damit, es geht auf Kosten der Programmvielfalt. Am Schluss haben nur wenige Großverlage das Sagen. Und wichtig ist, dass so ein Sender wie der unsere einfach eigenständig bleibt und eine Alternative bleibt. Also ein Trend gibt es ja eigentlich nicht bei uns, sondern halt dieses bisschen so leicht hemdsärmliche, das soll uns schon so beibehalten werden. Solange es den Leuten gefällt, ist ja okay. Also es wird auch weiterhin noch die Today Sexy Car Wash geben. Zum Beispiel, ja, sehr gerne. Also weil das hat doch immer dann was optisch Nettes an sich. Und wenn dann die Bild-Zeitung mal dann einen kleinen Bildbericht über uns bringt, dann ist uns sehr geholfen. Weil Radio Today ist ja der einzige kommerzielle Lokalsender in München ohne Verlag im Hintergrund. Mhm. Also das heißt, es gibt, Sie sind wirklich der Chef, es ist jetzt nicht irgendwie ein großes Unternehmen dahinter, das da seine Strategien verfolgt, sondern das ist Ihr Radiosender und Sie sagen, was gemacht wird, was gespielt wird. Wobei wir natürlich schon mit unserem Team beraten uns natürlich dauernd. Also es ist nicht so, dass man da sitzt, weil ich jetzt so will. So ist es natürlich. Sondern wir überlegen uns schon ein bisschen, ob man zum Beispiel, wir haben es mit unseren weiblichen Teammitgliedern abgestimmt, ob wir diese sexy Carwash-Aktion überhaupt machen sollen oder ob das nicht vielleicht beim weiblichen Publikum als chauvinistisch oder frauenfeindlich ankommt. Aber nein, man hat sich dafür entschieden. Es waren auch Männer dabei. Männer-Stripper, ja. Diese Leute mit diesem Waschbrettbauch und so. Also, ja, woran wir auch immer arbeiten. Und wenn man sieht, wenn die. Also einmal war es so, in der Ingolstädter Straße drüben, da ist dann die Polizei gekommen, der Steifenwagen ist vorgefahren. Und auch zum Waschen? Die haben dann gefragt, was ist denn hier los? Und dann haben die mich gefragt, wer ist hier verantwortlich? Und dann habe ich gesagt, ja, was ist? Und dann haben die gesagt, wenn Sie hier eine Demonstration machen wollen, dann müssen Sie die anmelden im Kreisverwaltungsverband. Und ich habe gesagt, das ist keine Demonstration, die stehen hier alle nur an. Da waren 60 Autos an der Ingolstädter Straße, nur um das zu sehen mit der sexy Carwash-Aktion. Wunderbar. Da sieht man mal, wie schmutzig Münchens Autos sind. Das soll man gar nicht glauben, ja. Aber schön, ja, das ist eine gute Sache. Doch. Wir werden es ja wohlwollend weiter verfolgen und auch mal machen vielleicht. Ja, müssen es doch irgendwie ein Auto irgendwie dreckig machen, um dann überhaupt dahin zu kommen. Gibt es Leute, die schon Autos gemietet haben, nur um vorbeizukommen? Ja. So, und jetzt, es tut uns leid, wir sind ganz schlechte Gastgeber. Wir haben Ihnen ein Bier hingestellt, aber noch gar nicht angestoßen. Ja. Und als höflicher Besucher aus... Das holen wir jetzt nach.
Entschuldigung. Geht's gut, ja. Zum Bolten. Prost. Das ist Bolten. Tut mir leid. Oh ja, ja, bitte. Ja, voll kann ich. Ja. Also, nach dem Motto, mich lädt man nur einmal ein. Ach so, ja. Gleich. Ja, ich weiß nicht. Das, nein, bisher fühlt sich wirklich gut auf. Ja, gerade jetzt auch. Ein zweites Mal dazu. Ja. Vielleicht ist noch jung. Ja. Ja. Genau, wir müssen also wirklich sagen, dass wir große begeisterte Radio 2-Hörer sind. Also vielen das ist Dank. Ja immer auch nicht so, dass man so, ja, höre ich so ein bisschen. Nein, es ist immer eine riesengroße Freude, das im Radio zu hören. Mhm. Und selbst so Sachen wie die Open Line, wo dann manchmal ein komischer Mensch anruft, findet man auch toll. Und was, seltsame Anrufe gibt es da manchmal, ja. Okay. Aber es ist eben live und ist manchmal doch recht witzig. Ja. Was mich auch noch interessieren würde, ist, die Nachrichten kommen ja bei Radio 2-Day und die sind manchmal immer abgeschnitten. Da heißt es dann nicht im Studio Sebastian Müller, sondern ich höre immer nur Judio Sebastian Müller. Das wo kommt das her? Das hat uns Ewigkeiten überlegt, wieso? Das ist wirklich so. Da ist ein Relais zu langsam. Und das lässt sich aber aus technischen Gründen nicht durch ein anderes ersetzen. Das ist eine komplizierte Geschichte, weil da wird vielfach umgeschaltet und da muss man die ganze Einheit einmal komplett erneuern. Und das kommt aber in absehbarer Zeit. Ah. Das zieht so langsam an, da gehen ungefähr 0,3 Sekunden verloren. Aha. Da heißt es immer genau, Audio statt Studio. Aber das sind ja nur die zugekauften Nachrichten von der BLR. Es gibt ja noch die Nachrichten, die wir selber machen und die setzen immer punktgenau ein. Weil da sitzt er ja im Studio. Sehr gut, ich bin begeistert. Allein schon, dass Sie auch wissen, woran der Fehler liegt. Ja, doch, und dass es natürlich behoben wird. Sehr schön. Aber das kennt man als Hörer, irgendwie gehört es schon dazu ein bisschen. Sie müssen aufpassen, dass ich das nachher weg ist und die Leute sich beschweren. Ja. Also wer das kennt, Studio gesagt. Der kennt das Programm wirklich. Das sind also, man überrascht doch dann durch Sachkenntnisse. Doch. Ja, also das fällt immer auf. Da weiß man, aha, das ist Radio 2-Day. Ich muss es gar nicht lang hören. Die Nachricht wird abgeschnitten am Anfang, das ist Radio 2-Day. Ist die Musik eigentlich Ihr eigener Geschmack oder haben Sie das einfach so als Markt? Es ist eigentlich so, wenn man es genau nimmt, ist das Konzept das frühere EFN von München. Mhm. Weil die haben ja auf einer Frequenz, also 1107, wie sie mal so schön geheißen hat damals auf Mittelwelle, ihr beiden Volksgruppen ja bedienen müssen. Also die weißen Amerikaner und die schwarzen. Mhm. Und darum haben die Rockmusik und Black und zusammengemixt. Und im Prinzip ist das eigentlich die deutsche Übersetzung des Radio 2-Day-Programms. Darum ist halt Uriah Heep zum Beispiel mit The Commodores und dann kommt Aretha Franklin und dann kommt Led Zeppelin. So geht es ja bei uns immer hin und her. Mhm. Und das ist im Prinzip ist da ein bisschen abgekupfert. Wir sind sehr dankbar dafür. Ja, sehr schön. Danke sehr. Herr Bertelshofer, wir können Sie nicht gehen lassen, ohne ein Präsent mit auf den Weg zu geben. Und wir haben hier eine Kleinigkeit vorbereitet, erstmal zum Ansehen. Ein Plakat, das vielleicht die Studiowände schmücken kann, von seltsamen Münchner Friseurnamen. Ah, schöne Sachen wie Come In oder Schnitt für Schnitt, Bell Hair, Abschnitt, sehr gut, Herrgott. Ja, hin und her sehe ich hier dort drüben, ganz bunt. Oder, das ist das Herrengedeck sozusagen, der Pure Beef Burger, der sehr gern genommen wird und der quasi das männlichste denkbare Nahrungsmittel darstellt, das überhaupt denkbar ist. Ja, Burger ohne Semmel, zwei Schnitzel umhüllen, ein wunderbares Steak mit Hackfleischbällchen, Bacon und Bratensoße verfeinern. Ja, sehr nur gut. Das Beste. Also Sie dürfen sich gerne eins aussuchen, wir werden es draußen von reizenden Damen oder uns, mal schauen, übergeben bekommen. Ah ja, sehr schön, ja, vielen Dank. Ja. Dann nehme ich die Friseure, wenn es recht ist. Gut, sehr gerne, die Friseure. Bitte gern. Sehr gern. Ja, vielen Dank fürs Vorbeikommen. Möge Radio 2-Day weitere 25 Jahre vor sich hinsenden und uns erfreuen. Ja. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's mit Philipp und Philipp unterhalten sich. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Doch, wenn ihr die ganzen Beiträge heute noch mal sehen wollt, dann schaut doch mal ins Internet auf philippundphilippunterhaltensich.de. Beziehungsweise, wenn ihr ein Handy habt, könnt ihr jetzt diesen QR-Code einscannen und dann geht euer Handy natürlich direkt auf unsere Internetseite. Eine Wahnsinn-Innovation. Wir freuen uns auch auf den Tag, wenn Radio 2-Day zum ersten Mal den QR-Code im Radio übermittelt. Irgendwie sendet. So. Ja, schwarz, weiß, weiß, schwarz, weiß, weiß, schwarz, schwarz, schwarz. Ja. Das war's für heute. Dankeschön. Wir sehen uns in einer Woche wieder.